Ich stehe hier gerade vor dem Münchner Kindl und werde gleich mal reingehen und schauen, was es hier Leckeres zu essen gibt und werde euch dann berichten, was es Leckeres gab und wie es geschmeckt hat. So sieht die Speisekarte aus im Münchner Kindl. Zu der normalen Speisekarte gibt es noch ein Winterspezialmenü. 13,90 Euro. Und dann gibt es auch noch eine dritte Karte, Spezialitäten mit neuem Rezept. Das hier ist eine Ingwer-Karottensuppe. War sehr lecker, diese Ingwer-Karottensuppe. So, das Hauptgericht ist Gyros mit Tzatziki, Krautsalat und Pommes. Das war die Hauptspeise, Gyros mit Pommes. War sehr lecker. Ich habe aufgegessen, morgen gibt es gutes Wetter. Zum Nachtisch gibt es ein Stück Kuchen, Joghurt, Maracuja. So, das war jetzt ein leckeres Abendessen im Münchner Kindl. Für mich gab es von der Winterkarte einmal die Ingwer-Karottensuppe. Die war sehr, sehr lecker. Hat mich überrascht, ja. Bin ich normalerweise nicht so der Freund von, aber ich wollte auch mal was Neues probieren. Und hat sehr gut geschmeckt. Dann gab es als Hauptgericht Gyros mit Pommes, Tzatziki und Krautsalat. War auch sehr lecker, das Fleisch war sehr gut durch. Konnte man sehr gut essen. Und zum Nachtisch gab es dann Kuchen. Was war das? Joghurt, Maracuja. War auch sehr lecker. Also stehen auch noch andere Sachen auf der Winterkarte. Vielleicht werde ich mich da die nächsten Tage und Wochen mal nochmal durchprobieren für euch. Ja, nur zu empfehlen. War sehr lecker. Und der Preis mit 13,90 Euro absolut top. Also viel billiger kann man nicht essen. Das ist schon sehr, sehr gut.